Willkommen bei unserem neuen Podcast Wann beginnt die Revolution? Oder C'est quand la Révolution? Indem wir das Buch Kurze Anleitung zur Rettung der Erde, wofür wir heute kämpfen müssen, kritisch mit unseren Gästen diskutieren. Wir versuchen, die Klimaproblematik aus deutsch-französischer bzw. auch europäischer Perspektive zu beleuchten und gemeinsam Lösungen zu finden bzw. auch Probleme aufzudecken. Ja, jetzt erstmal zur Vorstellung. Ich bin Lea Buckrum und neben mir sitzt Virginia Schmidt. Ja, hallo Lea. Hallo. Und wir sind beide Juniorbotschafter des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Ja, Deutsch-Französisches Jugendwerk. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber wir engagieren uns ehrenamtlich auf lokaler Ebene, wie in unserem Fall halt in Stuttgart für das Deutsch-Französische Jugendwerk oder wie es im Französischen heißt, für das Office Franco-Allemand pour la Jeunesse und informieren junge Menschen natürlich zuerst einmal über die Programme vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, aber gestalten halt selbst auch gerne innovative Projekte und versuchen, junge Menschen letztendlich einzubinden und diese auch zu motivieren, letztendlich selber wieder coole Projektideen umzusetzen. Ja, man könnte vielleicht so kurz sagen, dass wir halt probieren, die deutsch-französische Freundschaft für unsere Generation lebendig zu gestalten. Das klingt schön. Ursprünglich war ein runder Tisch geplant mit dem Institut Français in Stuttgart mit Cyril Dion, der übrigens auch der Regisseur ist von dem ganz bekannten Ökofilm Demain, der auf Deutsch Tomorrow heißt, die Welt ist voller Lösungen. Aufgrund von Corona ist das nun leider auch ins Wasser gefallen, aber wir kamen jetzt auf die Podcast-Idee und sind da eigentlich auch sehr happy drüber. Ja, genau. Und es hat sich alles auch ein bisschen anders entwickelt, als wir das dachten. Weil am Anfang hatten wir so die Idee, eine Miniserie aufzunehmen, die halt wirklich nur diese Live-Diskussion quasi ersetzen sollte. Aber von Woche zu Woche hatten wir dann immer mehr Zusagen von wirklich spannenden Gästen. Und ja, jetzt ist es ein ganz schön großes Podcast-Projekt geworden. So kann man das wohl sagen. Wir freuen uns, dass ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Politiker und Politikerinnen, Aktivisten und so weiter zugesagt haben und sich mit uns gemeinsam die Frage stellen, wann beginnt die grüne Revolution? Ja, von Folge zu Folge hangeln wir uns jetzt so ein bisschen auch entlang der Kapitel des Buches von Cyril Dion und lesen auch immer mal Zitate vor und wollen aber vor allen Dingen den Inhalt des Buches kritisch mit unseren Gästen besprechen. Und so hoffen wir letztendlich, dass wir auf spannende und vielleicht auch für euch neue und inspirierende Gedanken kommen. Nur noch einmal zu uns, damit ihr auch wisst, welche Stimmen euch da eigentlich entgegenschallen. Ich bin, wie gesagt, Lea, studiere Deutsch-Französisch-Politikwissenschaften zwischen Stuttgart und Bordeaux und ziehe jedes Jahr um. Ich engagiere mich gerne für die deutsch-französische Freundschaft und während Corona-Zeiten bin ich mit meinen kleinen Brüdern zur leidenschaftlichen Badminton-Spielerin geworden. Ich liebe es, Bananenschokokuchen zu backen und Streifen in allen Formen. Ja, die Streifen, das zeigt sich auch gerade, dass Lea jetzt auch wieder einen sehr schicken Streifenpulli anhat. Und dieser Bananenschokokuchen, du, da möchte ich auch mal ein Stück kosten. Also ich bin Virginia, studiere momentan noch hier in Stuttgart Chemie und gehe dann aber ab September nach Rennes und beginne einen deutsch-französischen Doppelmaster ebenfalls in Chemie. Ja, und ansonsten liebe ich es, in der Natur oder in der Halle zu klettern und ja, auch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und wenn ich mal irgendwie ein bisschen Freizeit habe, wenn es das Studium zulässt, dann beschäftige ich mich auch gerne mit Nähprojekten oder Bastel und nehme auch manchmal Farbe und Pinsel in die Hand. Die heutige Folge ist ja so eine Art Vorwort des Podcasts. Also wir haben die Ehre, dass Cyril Dion uns ein paar Sprachnachrichten im Voraus aufgenommen hat, in denen er uns erzählt, worum es in seinem Buch geht und unsere weiteren Fragen auch beantwortet hat. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz was zur Person von Cyril Dion sagen. Ja, für alle, die noch nie von diesem Namen gehört haben. Und zwar ist er der Regisseur von dem Dokumentarfilm Demain, der auf Deutsch heißt Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Dieser Film zeigte damals, wie lokale Initiativen große Veränderungen herbeiführen können und motivierte viele, sich gesellschaftlich mehr in nachhaltiger Form zu engagieren. Zuletzt bewirkte er 2018 beispielsweise Aufsehen mit der größten Petition der Geschichte Frankreichs gegen die Umweltpolitik der Regierung. Unser Podcast dreht sich ja jetzt eigentlich um seinen Debütroman und Bestseller namens Kurze Anleitung zur Rettung der Erde, der 2019 in Deutschland erschien und in Frankreich bereits ein Jahr zuvor unter dem Titel Petit Manuel de Résistance Contemporaine. Dies ist ein Handbuch für ein umweltverträgliches und erfüllendes Leben und es zeigt auch, was jeder Einzelne von uns tun kann, um die Erde vor der Katastrophe zu retten, wie er es nennt. Ja, so vielleicht die wichtigsten Ideen sind wirklich, dass sich Dion in seinem Buch für eine neue kollektive Narrative einsetzt und ja letztendlich eine Revolution von unten beschreibt, die vom Einzelnen ausgeht und ihren Lauf auch dann im Alltag nehmen kann. Er hofft ja wahrscheinlich nicht nur mit seinem Buch eine Art Lawineneffekt hervorrufen zu können, der letztendlich die politische Wende einführt. Aber Dion betont halt auch, dass die kleinen Veränderungen des Einzelnen am Ende nicht ausreichen. Und das zeigt auch das folgende Zitat. Einzelne Maßnahmen, die die Ordnung unserer Gesellschaften nicht grundsätzlich in Frage stellen, sind sinnlos. Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr. Dann können wir nämlich schon mal in unsere erste Sprachnachricht von Dion reinhören.
Da er allerdings Franzose ist, haben wir Susanne Kuhn gebeten, die ebenfalls Juniorbotschafterin in Greifswald ist, eine Voix-off aufzunehmen. Vielen Dank dafür erstmal, Susanne. Und so können vielleicht auch unsere nicht französischsprachigen Zuschauer verstehen, was er sagt. Genau. Ja, und unsere erste Frage an Dion drehte sich natürlich auch um den Inhalt von seinem Buch. Und so interessiert es uns, nochmal von Dion persönlich zu hören, was denn für ihn die Hauptmessage seines Buches ist. Le message principal du livre, c'est de dire que on s'y prend sans doute pas très bien pour essayer de résoudre la crise écologique et climatique. Et que la stratégie qui consiste à simplement alerter en répétant toujours la même chose, que ça va mal, en faisant des marches, en faisant des grèves, en faisant des pétitions, en faisant des campagnes de communication, c'est utile, mais c'est sans doute pas suffisant. Et donc dans le livre, j'essaie d'explorer les deux leviers qui me semblent être les plus efficaces pour essayer de progresser. Ja, für uns war es hier gerade eine wichtige Aussage des Buches, dass wir als Gesellschaft eine neue Geschichte erzählen bzw. neue Narrative schaffen müssen, die es schaffen, einen Großteil der Menschen für eine nachhaltige Welt von morgen zu begeistern. Und das ist uns halt auch ganz wichtig, dass es in der Auseinandersetzung mit unseren verschiedenen Gästen immer wieder darum gehen wird, eine solche Narrative zu finden. Die nächste Frage an Dion wäre dann, warum er selber denkt, dass eine solche Narrative, eine solche neue Geschichte für uns Menschen denn überhaupt nötig ist. Ja, und dafür hören wir uns aber den Rest der Sprachnachricht an. Le premier, c'est l'idée que nos sociétés se construisent sur des récits. Et que d'une certaine manière, le récit, c'est un peu comme l'eau dans le bocal du poisson rouge. On vit dedans. On vit dans une histoire qui est une histoire qu'on se raconte collectivement. Et on se rend même plus compte que c'est une histoire. On a presque l'impression que c'est la réalité. Et ça, c'est constitutif des humains. C'est-à-dire que les humains, pour comprendre le monde et essayer de le retraduire, ils utilisent des histoires. On le fait depuis la nuit des temps. On le fait... Les hommes préhistoriques le faisaient en peignant sur les parois de leurs grottes. Les peuplades autochtones, que ce soit en Amazonie, dans le bush australien ou en Afrique, ont toujours eu des conteurs, des griots, des mythologies. On le fait en s'inventant des dieux, en s'inventant des cosmogonies, qui sont des récits qui donnent un sens à notre vie sur Terre. Et ces récits, quand ils sont suffisamment puissants et suffisamment collectifs, deviennent des structures politiques, des structures sociales, des structures économiques. Ça a été le cas avec les grandes religions monothéistes en Europe, qui ont épousé à un moment l'Empire romain, en tout cas pour la religion chrétienne. Ça a été le cas pour le communisme, ça a été le cas pour le capitalisme et le libéralisme. Et aujourd'hui, on vit dans un récit qui est un récit fondé sur des croyances, qui évidemment ces croyances s'appuient sur des réalités, mais qui sont organisées de façon à ce que le monde ait un sens particulier pour nous collectivement. Et le récit qui a gagné la bataille des récits, c'est-à-dire le récit auquel le plus de personnes croient sur la planète, c'est aujourd'hui le récit de la croissance économique, le récit du productivisme qui pense que plus on aura de croissance, plus on va produire de biens matériels, plus on va créer de richesses, et plus on va être heureux, plus nos civilisations vont être abouties. C'est ce récit-là qui nous guide, qui donne un sens aux études que les étudiants vont faire à l'école, qui va donner un sens aux gens qui vont chercher un travail, qui va donner un sens aux théories économiques que vous entendez à la radio tous les matins, aux politiques que les gouvernements vont conduire, et donc qui, structurellement, va orienter nos sociétés. Et si on ne se rend pas compte que c'est un récit, et que ce récit-là, étant un récit et pas la réalité, peut être transformé, on a fort peu de chances d'arriver à faire quoi que ce soit. Puisqu'en gros, on va passer notre temps à, si on est écologiste par exemple, à dire, il y a le changement climatique, c'est très très grave, les espèces disparaissent, c'est très très grave, il faut absolument faire quelque chose, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre des bains, il faut arrêter de consommer de l'énergie... Sauf que tout ça va à l'encontre du récit dominant. Donc c'est systématiquement disqualifié, de moins en moins, heureusement, parce que ces idées sont en train de progresser dans la société, mais
d'une certaine manière, si on ne propose pas un récit alternatif, c'est-à-dire si on se contente simplement de critiquer, mais qu'on ne propose pas une autre vision du futur, une autre organisation, un autre sens à nos existences, à mon avis, on n'a quasiment aucune chance de renverser le récit actuel. Ja, nach Guillaume, beziehungsweise in dem Buch, geht es natürlich dann nicht nur um die Notwendigkeit dieser Geschichte, beziehungsweise der Veränderung der aktuellen Narrative, die uns erzählt wird, sondern auch um deren Umsetzung, beziehungsweise auch die Probleme, warum sie sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt hat, worauf er dann wie folgt noch eingehen wird. Le deuxième grand message, c'est que, une fois qu'on a un récit, on a besoin de se structurer, de s'organiser pour essayer de le porter et de transformer la société. Or, aujourd'hui, on est extrêmement mal organisé. C'est très, très frappant de constater, par exemple, qu'au Parlement européen, il y a 90% de lobbyistes qui viennent de l'industrie ou de l'économie, et seulement 10% qui viennent des ONG et des gens qui défendent l'intérêt général. Parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent, donc beaucoup moins de moyens, simplement, pour mettre des personnes à disposition qui puissent aller discuter avec les députés, leur expliquer quels sont les enjeux, et défendre la cause de l'écologie comparée à des grandes sociétés qui, elles, ont énormément d'argent pour payer des personnes qui vont faire du lobbying pour leur propre cause, qui sont des intérêts privés. Donc, dans le livre, j'essaye de proposer des stratégies qui permettent d'engager une transformation. Et je cite notamment un révolutionnaire serbe qui s'appelle Zdra Popovic qui dit: une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. Et donc, en me basant sur son travail et sur celui de nombreuses autres personnes, j'essaie de comprendre comment cette stratégie pourrait se mettre en œuvre pour que, véritablement, on ait un impact. Et qu'on ne laisse pas, encore une fois, une poignée de personnes orienter la société à notre place, alors que, globalement, la majorité de la population, en tout cas c'est le cas en France, est prête à des transformations écologiques importantes. Ja, das gibt jetzt zumindest am Ende ein bisschen eine Spur von Optimismus in dieser Sprachnachricht von Dion, indem er sagt, dass doch viele in unserer Gesellschaft auch schon bereit für Maßnahmen hin zu mehr Umweltschutz wären. Und einige Ereignisse, seien es jetzt beispielsweise die erst kürzlich vergangenen Kommunal in Frankreich oder die Bestrebungen, gerade jetzt auch politisch nach der Corona-Krise, ja nachhaltigere Wege zu finden, die Fridays for Future-Bewegung oder auch die vielen anderen individuellen oder kollektiven Aktionen für eine bessere Welt für morgen. Ja, und alle diese Ereignisse zeigen letztendlich, dass das Umdenken in den Köpfen der Menschen jetzt eigentlich schon begonnen hat. Ja, wir möchten uns natürlich in diesem Podcast weiterhin mit den Thesen Dions auseinandersetzen, aber gerade auch im Gespräch mit den unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Bereichen Lösungsansätze und Motivation für die Umsetzung der nötigen, ja, wie man sagen kann, neuen Geschichte zu finden. Gerade die Vermittlung von etwas Motivation ist uns dabei sehr wichtig, da es uns manchmal ein bisschen an Motivation im Buch von Dion mangelte. Unsere Podcast-Reihe entsteht ja aus der aktuellen Situation heraus. Sonst hätten wir ja auch lieber live diskutiert. In der Covid-19-Krise ist es wieder einmal ersichtlich geworden, dass uns die Natur ja doch recht fest im Griff hat, mehr als uns das manchmal lieb ist. Ist die Covid-19-Krise nun eine Art Alarmsignal, die bezwecken sollte, dass wir gerade in Europa auch über unsere Lebensweise nachdenken? Je pense que cette crise nous a montré que nos sociétés étaient fragiles et qu'on n'était pas préparé à des chocs de cette ampleur-là. Et encore là, c'est un petit choc. C'est évidemment, ça a fait un certain nombre de morts et c'est tragique. Mais si on compare ça à ce qui pourrait se produire avec la crise climatique, si on dépasse les 2 degrés et qu'on arrive à 3, 4, 5 degrés d'augmentation d'ici à la fin du siècle, on sait que c'est une grande partie de cette planète qui va devenir inhabitable. On sait qu'il y a un tiers de l'humanité qui pourrait vivre dès 2070 dans des conditions de chaleur qui ressemblent à celles du Sahara. Donc ce serait des bouleversements bien plus importants, avec des centaines de millions de personnes qui seraient contraintes de migrer, avec nos rendements agricoles qui chuteraient de moitié. Donc si notre degré d'impréparation est le même face à la crise climatique que celui qu'on a eu face à la crise du coronavirus,
il va y avoir de la casse. Donc j'espère que cette crise nous aura montré ça et nous aura incité, enfin va nous inciter dans le futur à prendre au sérieux ce que les scientifiques nous disent dès maintenant, à ne pas attendre le dernier moment pour réagir et à préparer nos sociétés au choc, donc à les rendre plus résilientes. Là, on voit bien que notre économie n'est pas résiliente. C'est-à-dire que si on arrête de produire et de consommer du jour au lendemain, pendant plusieurs semaines, tout menace de s'effondrer. On a des millions de chômeurs et de gens qui se retrouvent à la rue sans qu'on puisse vraiment rien y faire, même avec nos mécanismes sociaux en Europe, qui sont évidemment bien plus élaborés que ceux qu'il y a aux États-Unis. On va, quoi qu'il arrive, avoir des centaines de milliers, voire des millions de chômeurs en plus dans chacun de nos pays. On n'est pas non plus extrêmement résilient sur le plan sanitaire. Là, on l'a vu, nos hôpitaux n'étaient pas préparés, on n'avait pas suffisamment de tests, pas suffisamment de masques. C'était en tout cas particulièrement vrai en France, je pense que ça l'était moins en Allemagne. Donc c'est absolument fondamental qu'on se prépare à la crise climatique dès aujourd'hui. Ja, wenn wir hier Covid-19 bzw. die Corona-Krise ansprechen, dann sagt Dion selber in seinem Buch, doch am meisten Sorge bereiten den Epidemiologen die geografische Ausdehnung, die Mutation und die Verbreitung bestimmter Krankheiten aufgrund der Klimaveränderung. Ja, uns interessiert daher, ob Dion überhaupt überrascht war, dass so eine Epidemie früher oder später die Menschheit vor nicht leichte Herausforderungen stellen wird. Comme tout le monde, bien sûr, je pense que j'ai été surpris par l'arrivée de ce virus. Et par le fait qu'on soit obligé de confiner 4 milliards de personnes comme ça. Je pense que personne ne peut vraiment dire qu'il avait vu venir les choses à la semaine près. En revanche, il y a des scientifiques qui, depuis des années, depuis le début des années 2000 et la crise du SRAS, nous alertent sur le fait qu'il y a des virus type syndrome grippal assez graves qui pourraient se propager et avoir ce type de conséquences. Donc là encore, on a un exemple du fait que les responsables politiques n'écoutent pas forcément les scientifiques suffisamment et ne tirent pas les conséquences de ces alertes. On ne sait pas encore exactement quelle est la cause de ce virus, si c'est une transmission par une chauve-souris à des animaux sauvages qui auraient été consommés sur le marché de Wuhan en Chine, ou si c'est une erreur humaine dans le laboratoire. Je ne sais même pas si on le saura un jour. Mais ça a permis quand même à un certain nombre de scientifiques de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que plus on détruit la biodiversité, plus on détruit les écosystèmes, plus on réduit le nombre d'espèces et plus les espèces sauvages vont être en contact avec les humains puisqu'elles n'ont plus d'habitat, elles n'ont plus d'endroit où nicher. C'est le cas des chauves-souris qui se retrouvent à nicher par exemple dans les endroits où il y a des animaux d'élevage. Et plus la probabilité que les humains ou les animaux domestiques soient en contact avec des virus qui normalement ne circulent que chez les animaux sauvages est importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de prendre très au sérieux, et qui est l'autre grande crise à côté de la crise climatique, qui est la crise de la biodiversité, qui est le fait de détruire le monde vivant aussi rapidement. Donc j'espère profondément que ça va être entendu. Sur le volet climatique, comme je le dis dans le livre, il y a un certain nombre d'épidémiologistes qui sont inquiets du fait que, à la fois, des virus puissent migrer à cause de conditions climatiques qui changent, notamment le fait qu'avec l'augmentation des températures, on puisse avoir du paludisme, Zika, qui soit propagé par des moustiques, puisque là, par exemple, on voit que des moustiques tigres ont colonisé une partie de la France. Ça, c'est une de leurs craintes. Une autre crainte est que des virus qui sont aujourd'hui emprisonnés dans les glaces, notamment en Sibérie ou en Arctique, soient libérés et que nous n'ayons plus forcément les défenses immunitaires suffisantes pour y faire face. Tout ça n'est pas sûr, mais tout ça a besoin d'être examiné de façon assez sérieuse. Ja, Dion hat es jetzt ja auch schon oft gesagt, dass es halt ja in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt hat, dass man auf die Wissenschaftler gehört hat. Und genau deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir in unserem Podcast auch Wissenschaftler zu Wort kommen lassen.
Und deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, in den nächsten Folgen mit Professor Dr. Eickhout, Juniorprofessor für Soziologie in Hamburg, und auch Dr. Burchert, derzeit Klimaexperte in Paris, sprechen zu können. Aber natürlich bleibt es, wie gesagt, nicht bei Wissenschaftlern, sondern Stichpunkte werden auch die Europapolitik, Fridays for Future, das bedingungslose Grundeinkommen, Städteplanung und weiteres sein. Schaltet also das nächste Mal gerne wieder ein und folgt dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem Institut Français auf den Social-Media-Kanälen. Bis bald!